Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir wagen uns nochmal in diese Dungeon, weil ich jetzt wissen will, was jetzt hinter den anderen Türen ist. So, erstmal gucken. Genau. Jo, jetzt haben wir den offen. Haben wir nochmal Goldbeutel? Oh, nur ein Goldstück. Ist aber. So, dann. Ah, hier ist wieder. Ah, 36. 36 Gold. Ah, der hatte nichts. Schade. Ich, Charlie. Hier liegt aber auch nichts rum, ne? Ah, den kriegen wir so leicht, okay. Oh, wieder einer. Ja. Ist er jetzt down? Ja. Der hatte auch nichts. Aber hier ist Gold. Ich hoffe, das Überleben war bis Ende. Noch ein Gold. Oh, 78. Und da hinten gab es, glaube ich, nichts. Gucken wir trotzdem noch mal rein. Ich hoffe, es kommt jetzt noch keiner. Hier ist keiner mehr, gut. 65 Gold. Können wir jetzt abhauen. Gehen wir wieder raus und zurück in die Stadt. So, Stadt war da. So, und schnell da. Und wir sind wieder hier. Schnell auf Speichern. Weil ich jetzt mittlerweile richtig Angst habe, dass das Spiel wieder abschmiert. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt? In Gold? 1.500. Nice! Und Experience 8080. Erfahrungspunkt ist auch nicht schlecht. Wie wir aussehen. Hier nur Silber, aber alles andere blau. Wenn wir das alles auch wieder verkaufen, wenn wir den erstmal hier reingehen und uns erstmal heilen. Jo. So. Dann ist der Heiler. Jo, heil mich mal. 75 Gold, Digga, wieso wird's immer teurer? Komm, okay, egal. Leck mich. Bucher. Jetzt mal so teuer. Jetzt brauchen wir Equipment Store. Jo, Rüppel. Suchen wir mal ein. Das sieht schon mal nach einem aus. Schauen, was der so anzubieten hat, beziehungsweise erstmal verkaufen. Den?
Ah, ne, das ist der falsche. Dann verkaufen wir den hier. 45 Gold, geht klar. Ne, das ist nicht der, den ich haben will, dann verkaufen will. Und zwei Plattenhelme. Verkaufen wir den, 45, ja. Das brauchen wir nicht. Ich habe jetzt vergessen, wie viel wir den jetzt verkaufen haben. So. Longsword, 3 Gold. Okay, komm. 3 Gold? Digga, ist ein Wucher. Sonst haben wir hier nichts mehr. Gucken, was der an Waffen zur Verfügung, Ausrüstung zur Verfügung hat. Tower Shield, frag mich auch. Was ist ein Tower Shield eigentlich? Shield of Intelligence, Cauldron of Intelligence, Riddle Buckler, Silver Helm of Luck. Ja, okay. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Oh, aber wir sind wieder voll. Ja, stimmt, wir haben uns auch gerade geheilt, ich Idiot, ey. Wir sind wieder voll vom Leben, weil ich mich geheilt habe. Nice. So, dann können wir auch mal wieder ein bisschen erkunden gehen. Weil die Dungeons, die bringen schon mehr was. Ja, komm. Das war knapp. Und da müsste doch der Ausgang der Stadt sein, oder? Da müssen wir doch mal rauskommen. Jo, da wären wir. Wer sind die eigentlich? Who are you? Good day, I am Didrin. I do not think I have anything that would interest you. Okay, wenn die der Meinung ist. Dann gehen wir hier nochmal raus. Ich würde sagen, wir laufen dieses Mal ausnahmsweise mal Richtung Süden. Und gucken, was wir hier finden. Hier kommt man nicht raus. Okay, wo sind wir hier? Diesen Irrgarten hier. Das da sieht interessant aus. Lass mal dahin. Osten. Ich glaube, ich finde hier auch den Weg wieder raus. Nein. Wenn ich hier jetzt festpacke, ey. Wo ist denn hier der Ausgang? Ausgang. Na, eine kleine Festung vor der Stadt. Können wir die Waffe wahrscheinlich auch ablegen.
gibt es eine Taverne, aber hier gibt es keine Dungeons. Schwimmen will ich jetzt auch nicht. Also ungern. So, hier muss doch aber irgendwo ein Dungeon jetzt in der Nähe sein. Oh, da. Also Süden und dann nach Osten. Haus und ein Dungeon, okay. Wir speichern hier noch einmal ganz kurz, vorsichtig. Ja, und gehen dann rein. So, mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Dann gehen wir zuallererst hier geradeaus. Was uns hier erwartet, was uns hier zukommt. Nichts. Dann gehen wir zuerst hier hin. Schatz, ja. 87 Gold Pieces. Was? Ich bin paralyzed? Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen, okay. Und nochmal 24 Goldstücke. Das war jetzt aber... Und der hatte nichts. So, jetzt können wir nochmal gucken. Genau, wir gehen jetzt zuerst in den Raum. Nochmal 85, nice. Ich hoffe, es bleibt bei diesen Echsenmenschen hier. Ich denke, das sind die Agonia. Sollen die Agonia darstellen? Wenn es was anderes wäre, wäre ich ein bisschen verwirrt. Da gehen wir nachher. Und jetzt hier erstmal hin. Sind irgendwo Ratten. Da. Die Ratte hatte nichts, okay. Ah, wir hätten zuerst den Raum gehen sollen. Okay. Hier gibt es nichts, dann können wir da hin. Und nach oben. Jo, was gibt's hier noch? Ah, okay, hier sind nur lauter Räume. Das sieht für mich interessant aus, der Weg. Aber wir gehen dann zuerst links. Nachdem wir ihn ausgeschaltet haben. 30 Gold. Nice. Dass hier nur die Echsen gibt's, gefällt mir auf jeden Fall. Leichte Gegner. Achso, hier gab es gar nichts. Ich bin zu früh, um weiter nach links zu gehen. Ja, kommst du von hinten? Ein Buckler. Kommt hier nochmal einer? Kommt her, wer will aufs Maul? Aua. Oh. Scheiße, Nachtigall.
Oder hier Magier, meinte ich. So viel zum Verkaufen. Bellsword. 88 Gold Pieces. Wie viel haben wir jetzt? Ach so. Gold. Sind wir schon fast bei 2000? Wir müssen zurück. 40 Gold. Wir gehen zurück. So, Ausgang geradeaus. Ey, wir haben es geschafft, wieder rauszukommen. So, jetzt ist die Frage. Ach, das war nicht das, was ich drücken wollte. Genau. Westen und dann nach Norden. Dann kommen wir wieder in der Stadt. Ich würde sagen, wir speichern vorher nochmal, falls wir von einem Raubtier attackiert werden und sterben. Ja, immer sein, dass wir irgendwie attackiert werden, draufgehen und so. Ey, aber wir sind schon fast bei 2000 Gold. Ist gut. Ich hab gedacht, es wäre schwieriger, so viel Geld aufzutreiben. So. Jetzt erstmal einen Eingang finden. Das ist irgendwie das Einzige, was mich jetzt hier stört, so den Eingang in die Stadt zu finden. Weil normalerweise denke ich immer, hier die Straßen zeigen den Weg in die Stadt, aber nee, ist es halt nicht. Eingang. Wir sind wieder in der Stadt hier, Mann. Wir sind zurück. So, kann man hier rein? Ich würde sagen, wir probieren sowas mal aus, nachdem wir uns hier geheilt haben. Ich würde sagen, wir können das wirklich mal ausprobieren. Ein bisschen Scheiße zu bauen. Wir speichern vorher, für den Fall, dass wir drauf gehen sollten. So, hier, ja. 75 Gold, ja. Und dann gehen wir wieder raus. Verkaufen wir das Zeug, was wir verkaufen. Was wir gefunden haben und oder beziehungsweise gestohlen haben, ja. An dem kommen wir nicht vorbei. Ja. Immer diese Ruckler. Ah, da ist der Händler wieder. Nice. So.
Aber wir gehen immer irgendwie zum selben Ball. Kann das sein? So, den. Jo. Chain Grabbers, genau. Guck mal, wie viel noch. Chain Boots, genau. Das. Ja. Chain Cutters. Chain Folder, genau. 2077, Cyberpunk. Jetzt ist nur die Frage, was eigentlich die beste Rüstung im Game. Also mich spricht tatsächlich hier die Ebenherzrüstung sehr stark an. Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt so gut ist. Kite Shield. Ne, den behalten wir. Kaufen stattdessen den anderen. Hotspot, genau, den verkaufen wir noch. Da müsste jetzt aber irgendwas Neues im Angebot haben, oder? 2248. Dann können wir uns sicher etwas Besseres leisten. Ja, okay, 2400, aber. So, was hat er aber an Waffen? Vielleicht hat er irgendwie bessere Waffen oder so. Sashi hört sich auch geil an. Longsword auf Fire Resistance und Bucky Sashi auf Fire Resistance. Könnten wir uns beide leisten, aber weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall, probieren wir mal aus, so ein bisschen Blödsinn zu machen. Wo die Häuser da, wo wir nicht rein können, einfach mal einzubrechen. Und ciao!